Servus Leute, mein Name ist Wuli und willkommen zu 10 unrealistische Dinge in Minecraft. Ja, wie wir wissen, Minecraft ist ein tolles Spiel, aber so manche Dinge sind echt unrealistisch. Kommen wir zum ersten. Die magischen Fackeln. Wir haben die Fackel und stellen sie hier hin. Die Fackel brennt, die ist angezündet. Fackeln brennen! Da oben ist Feuer, wie man sieht. Aber dann kommt das Mysteriöse. Es regnet, aber diese Fackel, sie brennt weiter. Wieso brennt diese Fackel weiter? Wenn das da oben brennt, dann muss das doch bei Wasser ausgehen. Wieso brennt diese Fackel? Wieso? Aber dann kommt das böse Wasser. Das böse Wasser kommt und schwemmt die Fackel weg. Was ist das denn mit diesen Fackeln? Wieso Hä? Was soll das denn? Wieso ist jetzt diese Fackel weg? Bei Regen ist sie doch auch nicht weggegangen. Wasser und Regen ist doch fast das gleiche, nur dass es vom Himmel kommt. Wieso? Nummer 2. Ich bin ein Superheld. Es ist einfach so. Ich bin ein Superheld. Aber ich kann es mir nicht erklären. Wir sind hier... Wir sind überleben und haben hier schön Stein, Bruchstein, Eisen und Ziegel. Wenn man den Stein rausnimmt... Man kann ihn mit der Hand abbauen. Was ist das mit diesem Stein? Wieso kann man den bitte mit der Hand abbauen? Warum? Oder Eisen. Wieso kann man bitte Eisen mit der Hand abbauen? Was ist das denn? Aua, meine arme Faust. Sie tut so weh. Sie ist bestimmt gebrochen. Das ist doch nicht normal. Naja, kommen wir zu Nummer 3. Nummer 3 sind Bäume. Genau, Bäume. Einfach nur Bäume. Ich bin hier so ganz nebenbei, komm hier so und fäll diesen Baum. Mit der Hand. Wieso überhaupt mit der Hand? Was ist das? Wieso mit der Hand? Hä? Und dann ist das Mysteriöse. Dieser Baum schwebt. Was ist das denn mit diesen Bäumen? Die Natur mobbt mich. Der Baum schwebt einfach. Der müsste doch umfallen. Wieso schwebt dieser Baum? Ach egal, lassen wir den Baum schweben und kommen zum nächsten. Nummer 4 sind Falltüren im Wasser. Wenn man ins Wasser geht, ist ja schön und gut. Aber halt immer dieses Wasser. Immer dieses Wasser. Wenn man die Falltüren jetzt aufmacht, wieso... Hä? Wieso ist hier kein Wasser mehr? Was ist das denn? Wieso ist hier kein Wasser mehr? Hier ist einfach kein Wasser mehr. Ach, egal. Nummer 5 sind Monster. Gut, es ist ein Spiel, aber es gibt keine Monster. Es gibt einfach keine Monster. Es gibt keine Monster. Wieso gibt es dich? So... Nummer 6 sind Skelette und ihre Bögen. Ja genau, ihre Bögen. Es ist einfach, wenn man diese Skelette spawnt, dann, ja, schön und gut, hat man hier ein Skelett mit dem Bogen. Aber wenn man diese Skelette dann tötet, dann droppen die Bögen. Aber diese Bögen sind immer kaputt. Aber wenn diese Skelette einen Bogen droppen, dann ist der immer so, dann ist der voll benutzt immer. Dann ist der fast kaputt. Aber wovon denn bitte? Wovon ist dieser Bogen kaputt? Wen hast du denn alles immer abgeschossen? Waren vor mir hier schon 1000 Spieler in dieser Welt oder was? Wieso ist dein Bogen kaputt? Warum droppst du keinen Bogen? Nummer 7 sind Öfen und Brustplatten. Ja genau, die sind nicht besser. Wieso, wenn ich hier einen Schmelzofen habe und hier eine Brustplatte und ich will diese Brustplatte, habe ich mit ganz, ganz viel Eisen im Crafting Table so Eisen gemacht? Das sind Eisenbarren. Und wenn ich diese Brustplatte dann einschmelze, dann... Hä? Was zur Hölle? Ein Eisenklumpen. Und ich habe es mit 8 Eisen gemacht. Und ich kriege einen Eisenklumpen als Dank. Wieso ein Eisenklumpen? Nummer 8 ist schwebende Etwas. Das schwebende Etwas. Das ist nicht viel besser als die anderen. Wenn man sich hochbaut, dann setzt man Wasser und dann macht man das da drunter weg und... Hä?
Wieso schwebt dieses Wasser? Hä? Was ist denn das? Dieses Wasser ist einfach nur... Hä? Nummer 9 ist TNT. Dies ist TNT. Das bringt einen zu Weißglut. Ich kann damit einen Turm bauen. So. Und wenn ich diesen Turm dann hier kaputt mache, dann schwebt dieses TNT in der Luft. Was ja auch schon mal unrealistisch ist. Aber wenn ich dieses TNT dann anzünde, dann fällt es runter. Hä? Wieso fällt dieses TNT runter? Was? Hä? Was ist denn das mit diesem TNT? Wieso fällt dieses TNT einfach runter? Das soll da gefälligst bleiben. Ach, egal. Ich packe jetzt dieses Monstrum TNT hier einfach wieder rein und lasse es TNT sein. Nummer 10 und damit das letzte ist das Luftanhalten des Minecraft-Spielers. Ja, man geht hier rein und man... Hä? Was ist denn das? So lange kann doch keiner die Luft anhalten. Und dann kriegt man nur ein Herzschaden? Hä? Naja, das waren die 10 unrealistischen Dinge in Minecraft. Aber wenn das so unrealistisch ist, warum spielen wir es dann? Warum spielen wir dieses Spiel? Naja, weil es Spaß macht. Aber lassen wir das Spiel spielen sein. Und Spiele sind ja meistens eigentlich unrealistisch, also warum sollte es dann dieses Spiel nicht sein? Wenn es euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo da und macht's gut. Fürs euch!